Servus, mein Name ist Disa Maria Klössinger und nun erzähle ich euch etwas über ein ganz besonderes Pferd, meinen Dakteri. Dakteri habe ich ganz zufällig entdeckt. Ich war in Donaueschingen am Turnier gesessen. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Langeweile. War so am Viereckrand, da lief gerade eine Dressurpferdeprüfung. Wir waren so am Quatschen und dann kam da so ein Pferd rein. Ich habe so gesagt, oi, was ist das denn? Und dann habe ich mir das so angeguckt und fand das alles ganz toll und war, ich glaube, hin und weg. Ich war ganz schwer verliebt. Ja, bin nach der Prüfung aufgestanden und bin diesem Pferd hinterhergelaufen bis zum LKW. Und ich glaube, ich war damals 18 und habe einfach gefragt, ob das Pferd zu verkaufen ist. Und dann haben die mich erstmal nicht so ernst genommen. Ja, aber letztendlich haben wir ihn am nächsten Tag ausprobiert. Eine Woche später, glaube ich, stand er bei uns im Stall und seitdem habe ich ihn. Und das ist jetzt dann 6 Jahre her, bald im Herbst. Als er 8 war, bin ich mit ihm bayerische Meisterin geworden, in den Bundeskader berufen worden, 4. Platz deutsche Meisterschaften. Und ein Jahr später haben wir uns für die Europameisterschaften qualifiziert und habe da Mannschaftsgold und 2x Einzelsilber gewonnen. Ja, nach den Europameisterschaften, wie es so oft ist, nach einem Hoch kommt ein Tief. Dann habe ich einfach gemerkt, umso mehr es Richtung Grand Prix-Lektionen ging, umso schwieriger wurde es. Zum einen, denke ich mal, lag es auch an mir mit Sicherheit. Zum anderen, weil es, glaube ich, bei den Pferden auch so ist wie bei den Menschen. Der eine lernt etwas schneller als ein anderer. Und dann war ich einfach wahnsinnig enttäuscht, weil ich einfach so ein gutes Pferd hatte und habe es nicht auf die Reihe gekriegt, ihm das zu vermitteln, was ich jetzt von ihm will. Und dann habe ich mich eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen überreden lassen, ihn zu verkaufen. Und so ist er dann eben zu Rudolf Zeilinger gelangt. Und dann waren 3, maximal 4 Wochen, hat er meinen Vater angerufen und hat gesagt, Leute, verkauft dieses Pferd nicht. Die Lisa soll das einmal probieren, gebt mir ein bisschen Zeit. Das wird schon, ich bin mir ganz, ganz sicher. Wir haben einfach weitergemacht, ohne Druck. Und gesagt, okay, alle Zeit der Welt, dann probieren wir es. Ja, und der Erfolg gibt uns recht, dass sich das Warten gelohnt hat. Es gab viele gute Prüfungen. Der ging auch fast alle Prüfungen mit weit über 70%. Dennoch ist für mich die besonderste Prüfung die erste, die ich mit ihm geritten bin. Die erste 3 Sterne ist in Brunnthal-Riedhausen in der Nähe von München. Ich hatte solche Zweifel, als ich da reingeritten bin. Ich glaube, ich war auch in meinem Leben vorher noch nie so nervös. Und das war für mich so einfach ein Erlebnis. Es geht doch und man kann an diesen Dingen weitermachen, dass sich das Kämpfen auch einmal lohnt. So die anderen Prüfungen, die jetzt noch kommen oder gekommen sind, das ist halt so das i-Tüpfelchen dann noch obendrauf. Jetzt habe ich euch etwas über Dakteri erzählt und beim nächsten Mal erzähle ich euch etwas darüber, wie bei mir alles angefangen hat.